Willkommen zu diesem Bauch-Workout. Wir machen heute 12 Übungen, alles für den Bauch. Und wir machen 40 Sekunden Training, 10 Sekunden Pause bzw. Umlagerung in die neue Position. Wir starten direkt in Rückenlage, Fersen in den Boden, Ellenbogen außen. Und dann aus der Bauchmuskulatur 40 Sekunden lang den Oberkörper heben und sinken lassen. Ausatmen, wenn du nach oben schiebst. Wenn du nach unten gehst, einatmen. Benutz deine Bauchmuskeln ohne Schwung, ohne am Kopf zu ziehen. Mein Brustbein zieht Richtung Schambein. Und einmal ablegen. Nacken kurz entspannen. Hände unter den Popo und wir fahren eine Runde Fahrrad. Wichtig, die Hände unterm Po stützen den Rücken. Streck die Beine schön nach vorne aus. Bauchnabel einziehen. Und gleichmäßig weiteratmen. Wer es unangenehm findet, so zu liegen, der kann sich auch ein Kissen unter den Kopf schieben, so ein flaches Kissen und lösen. Je nachdem, wie deine Wirbelsäule ausgewölbt ist sozusagen, liegen manche dann so mit einem überstreckten Kopf und die legt sich dann deshalb ein Kissen unter den Kopf. So, jetzt ziehen wir uns immer diagonal zum Knie, welches Richtung Brust zieht. Das andere Bein schiebe ich nach vorne und ich mache einen Links-Rechts-Crunch diagonal. Heißt Criss-Cross-Crunches. Criss-Cross. Noch 5 Sekunden. Und ablegen. Sehr schön. Hände wieder unter den Popo, Beine nach oben und dann die Beine zum Boden sinken lassen und wieder ranziehen. Runter einatmen, hoch ausatmen. Wer das zu schwer findet, immer ein Bein im Wechsel. Tief und hoch. Denkt wieder dran, Bauchnabel nach innen ziehen. Sehr schön. Dann einmal hoch und wir gehen einmal in die seitliche Plank. Wenn du noch nicht so fit bist, lass ein Bein unten, das andere oben und halt so. Ansonsten Füße übereinander und dann einmal komplett den Körper vom Boden weg. Ich gehe noch ein bisschen gerade. So. Eine Linie von Arm bis Fuß. Schön gleichmäßig weiteratmen. Zieh die Brust nach vorne, Bauch einziehen, Pobacken zusammenkneifen. Gleich vorbei. Und Pause. Einmal das bisschen näher ziehen, sonst spiegelt das so, dann kann ich die Zeit nicht sehen. So, einmal auf die andere Seite. Entweder wieder ein Bein unten, ein Bein oben und so halten. Oder du versuchst es auf beiden Beinen nach oben.
Also meine Hose ist jetzt doof. Die ist ein bisschen weit, ne? Eigentlich, ich bin komplett weg vom Boden. Ich berühre nur mit dem Unterarm und mit den Füßen den Boden. So, 20 Sekunden noch. Den Arm schön sauber nach oben strecken. Und 15. Und die letzten 8. Dann haben wir schon die Hälfte. Das sind schon 6 Übungen gewesen. Und Pause. Sehr gut. Einmal auf den Popo setzen. Beine leicht angewinkelt, Arme nach vorne. Dann lehnst du dich nach hinten, so wie du das schön mit langem Rücken halten kannst. Bauchnabel fest und dann öffne die Arme und schließen. Öffnen und schließen. Sekunden noch. Bauch ganz fest. Je weiter du dich nach hinten lehnst, desto schwieriger wird es natürlich, das zu halten. Wichtig, wirklich keinen runden Rücken machen. Lang raus, Brust raus, Bauch rein. 3, 2, 1 und lösen. Kurz Pause. Dann einmal hinten abstützen. Entweder im Wechsel Knie und Oberkörper zusammenbringen oder gleichzeitig. Gleichzeitig ist natürlich schwieriger, aber auch machbar, weil wir uns hinten abstützen. Ich zeige nochmal die leichte Variante. So, oder hier. So, 15 Sekunden noch. Und die letzten 10. Drei, zwei, eins und Pause. Einmal wieder ablegen. Hände links und rechts, 45 Grad neben dem Körper, Beine hoch. Und aus der unteren Bauchmuskulatur ziehst du jetzt den Popo nach oben. Das ist eine kleine Mini-Bewegung, weil du nicht Schwung holen sollst und du sollst auch nicht so schaukeln mit den Beinen. Ja? Nur aus der Kraft oder mit der Kraft aus dem unteren Bauch. Fußsohlen wollen Richtung Decke geschoben werden. Hoch, ausatmen, runter, ein. Man sieht die fast gar nicht, die Bewegung. Okay, einmal Pause machen. So, einmal linken Fuß auf das rechte Knie und dann mit dem Oberkörper Richtung angehobenes Knie hochcrunchen. Hoch ausatmen, runter einatmen. Auch hier wieder ohne am Kopf zu ziehen. Und denk dir eher, die Schulter will zum Knie. Nicht unbedingt der Ellenbogen. Ja? Die rechte Schulter will zum linken Knie. Noch 10 Sekunden. Und ablegen. Einmal die Seite wechseln. Jetzt will die linke Schulter zum rechten Knie und starten. 40 Sekunden und dann nur noch eine Übung und dann sind die 12 Übungen weg. Denk dran, hoch, aus, runter, ein. 15 Sekunden noch. Fünf. Ablegen. Und jetzt kommen nochmal die geraden Crunches.
Allerdings möchte ich jetzt ganz gern, dass ihr die Beine direkt mitnimmt. Ihr zieht euch komplett zusammen und wieder lösen. Wir versuchen, Knie und Ellenbogen zusammenzubringen. Hoch wieder ausatmen. Runter ein. Noch. Und die letzten 6. Und geschafft. Sehr schön. Jetzt kannst du natürlich die ganze Routine wiederholen. Dann hast du 24 Übungen, sozusagen 2 Runden pro Übung. Also, viel Spaß noch!